Heute in unserem Polizeireport. In der Rhön kommt ein Auto auf Abwege und ein Einbruch in eine Autowerkstatt mit einem ungewöhnlichen Täter. Ein Auto in einem Bach, ein kaputter Zaun. Ups, was ist denn hier passiert? Hatte der Fahrer Durst oder war der Motor des Autos überhitzt und brauchte Wasser? Warum auch immer, es wurde ein Fall für die Polizei. Ein 79-jähriger Autofahrer wollte eine Kreuzung überqueren und übersah dabei einen vorwärtsberechtigten Pkw. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall erschrak sich der 79-Jährige und verlor die Kontrolle über sein Auto. Der Garten gehört einer Familie mit Kindern. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren sie nur wenige Meter entfernt. Also meine große Schwester und ich, wir haben hier Federball gespielt. Auf einmal gibt es da einen Raffel und einen Schlag. Und dann kommt hier ein Auto reingebrettert. Es zieht das Trampolin mit und dann fährt es da hinten in den Bach. Ich habe mich dann total erschreckt. Ich bin dann erstmal zurück gewesen und bin dann erstmal reingegangen. Auch die Mutter der beiden war Zeugin des Unfalls. Ich war total geschockt, bin dann um die Ecke und habe gesehen, dass die Männer ausgestiegen sind und dass nicht nur einer, dass dann insgesamt 5 aus dem Auto rausgekrabbelt kamen sozusagen und war total schockiert. Die Frau rief sofort den Rettungsdienst. Der Fahrer des gerammten Autos blieb unverletzt, nicht so die Insassen des Unfallwagens. Alle 5 wurden leicht verletzt bei dem Unfall. Der Sachschaden beträgt nach jetzigen Schätzungen rund 16.000 Euro. Nicht der erste Unfall, der sich an dieser Kreuzung ereignete. Wir hatten da auch schon mal Glück mit der jüngsten Tochter an der Straße. Und es stand auch schon mal ein Auto im Garten. Die Familie will nun erwirken, dass das zuständige Bauamt die Straße in Zukunft sicherer macht. In einer Autowerkstatt in Kassel richtete ein Waschbär einen Schaden von mehr als 10.000 Euro an. Bei dem Versuch, aus der Werkstatt zu entkommen, verwüstete das Tier die Einrichtung und kam dabei auch an den Lichtschalter. Wir wurden am gestrigen Morgen um 5:15 alarmiert, dass ein Bürger in einer Kfz-Werkstatt Licht hatte brennen sehen und aufgrund dieser frühen Uhrzeit zunächst ein Einbrecher vermutete und daraufhin richtigerweise die Polizei alarmierte. Die Polizei benachrichtigte den Besitzer der Werkstatt. Für tierische Einbrecher sind sie nicht zuständig. Die Polizei hat mich darauf hingewiesen, dass sie einen Einbrecher festgestellt haben hier oben bei mir in einem Bürogebäude, mussten aber dabei lachen. Und denke, na gut, so habe ich nur gesagt, warum habt ihr nicht gleich mitgenommen? Dann sagten die, nee, den haben wir ihnen dagelassen. In Nordamerika gelten Waschbären als Schädlinge. Auf der Suche nach Nahrung dringen sie auch in Wohnhäuser oder Gärten ein. In diesem Fall brach der Waschbär durch die Gipskartondecke der Werkstatt. Danach suchte er einen Weg nach draußen. Hier vorne drin war alles verwüstet. Hier vorne hingen so Jalousien. Die waren runtergerissen. Hier der Bildschirm runter, kaputt. Drucker, alles lag auf der Erde, alles was hier rum ist, alles runtergerissen. Der Mann wollte den Waschbären aus der Werkstatt vertreiben. Dann ist er an Wänden hoch mit seinen dreckigen Pfoten, hat die ganzen Wände versaut, alles dreckig gemacht. In jede Ecke hat er hingepisst vor Aufregung. Nach einer Stunde konnte das Tier dann endlich entkommen. Ich habe einfach das Fenster aufgemacht und habe gewartet, dass es rausgeht. Weil nehmen Sie einen Besen, versuchen Sie raus, wie wollen Sie da in der Ecke mit dem Tier kämpfen und ihn herausjagen? Geht nicht. Fenster auf und dann war es das. Für den angerichteten Schaden muss der Werkstattbesitzer selbst aufkommen. Die Versicherung zahlt nur bei echtem Diebstahl.
Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass ein Einbrecher, der vielleicht noch Wertgegenstände gestohlen hätte oder ähnliches, wäre natürlich die für den Besitzer noch schlimmere Variante gewesen. Für uns ist es ein Kuriosum, was aber auch mal zum Tagesgeschäft gehören kann. Vielleicht kommt ja erneut ein Waschbär vorbei, denn Pelzmacher haben diese Tiere vor knapp 100 Jahren in Deutschland eingeführt. Seither haben sie sich rasant verbreitet.